Jo, ich hatte euch vor einiger Zeit ja mal das Manly Druga vorgestellt, beziehungsweise mal kurz gezeigt, so ein Ersteindruck. Manly hat da neues Fixed am Start. Wer das Video noch nicht gesehen hat und Interesse daran hat, Link findet ihr zum Video in der Videobeschreibung. Ebenso findet ihr eventuell den Bezug bei Dirk Wanger, beziehungsweise nicht nur eventuell, den findet ihr natürlich bei Dirk Wanger, beim Messer und Co. Das Druga ist nämlich ein Wanger-Exclusive. Das Design stammt nämlich von Dirk Wanger selbst, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Eventuell sagte ich nur, weil die Messer eventuell noch nicht zu beziehen sind. Dirk bekommt natürlich Nachschub, die sind schon auf dem Weg. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass die schon da sind. Deshalb diesbezüglich am besten den Dirk mal anschreiben und nachfragen, wann die Dinger da sind. Das klärt ihr am besten mit Dirk ab. Und das kam im ersten Video vielleicht nicht so rüber, wie ich es eigentlich hätte sagen können sollen. Der Dirk arbeitet an diesem Design jetzt schon seit 5 Jahren. Allein die tiefere Gestaltung dann mit Manly selbst hat über ein Jahr lang beansprucht vom Manly Druga. Das ist also ein Wanger Exclusive, daher auch der Wangeraufdruck auf dem Dirk Messer. Und ich kann dir meinerseits sagen, dass sich die Zeit gelohnt hat. Da hast du, wie man heutzutage so schön sagt, ein No-Nonsense-Modell auf den Markt gebracht. Das ist wirklich ein absolut arbeitsfähiges, hochschneidtaugliches Werkzeug. Hat viel, viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und das Schöne daran ist, im Verbund ist es noch sehr, sehr schick dazu, wie ich finde. Eigentlich wollte ich euch das orangefarbene Modell zeigen, die Praxisaufnahmen, die ich nämlich gleich noch mit reinschiebe, die entstammen alle dem orangefarbenen Modell, das habe ich getestet. Dieses Modell jedoch, ich habe mich neulich mit dem Olaf, mit unserem Hauptfriesen getroffen und der erzählte mir schon vorab per Mail kurz, dass ihm das Orange ziemlich gut gefalle und ich mich darauf einstellen sollte, dass das Messer eventuell nicht mehr lange in meinem Besitz weilt. Ich habe das noch nicht ganz so für voll genommen, obwohl ich kenne ja den Olaf mittlerweile. Ich hätte es wissen müssen. Und als wir uns dann zum Overnighter getroffen haben, er das Messer selber dann befummeln konnte, hat es dann auch im Nu den Besitzer gewechselt. Olaf, ich wünsche dir viel, viel Freude mit dem Teil. Und wir haben da noch was offen. Dies jedoch ist auch schon auf dem Weg zu dir. Müsste eigentlich schon angekommen sein. Der Olaf bekommt nämlich noch seine Verpackung zum Druga natürlich mit dem Adapter und dem Zertifikat. Das fehlt nämlich, das Messer hat er natürlich gleich mitgenommen dann am nächsten Tag. Deshalb zeige ich euch stellvertretend hier das Modell mit den schwarzen G10 Griffschalen. Ansonsten ist ja völlig baugleich, der gleiche Stahl auch hier verbaut, der D2 Stahl. Der hat sich im Übrigen wieder absolut fantastisch geschlagen, hat die Kante super, super gehalten. Was ich zu diesem Messer sagen kann, ist, dass es ein paar Dinge gibt, wenn ihr es benutzt, auch für den härteren Gebrauch, sprich Hacken und Betonen, dann sollte man da Vorsicht walten lassen, beziehungsweise es sollte einem bewusst sein, wenn man da mit dem Knüppel draufzimmert, dass dieser Stahl Schaden nehmen könnte, das ganze Messer. Wenn man damit bewusst umgeht, dass man es in Kauf nimmt, dass Schäden auftreten können, dann kann jeder mit seinem Messer machen, was er will, wie ich finde. Ich persönlich habe damit betont, mit dem orangefarbenen Modell, und zwar 20 Minuten lang durch. Und was ich sagen kann, ist, dass der D2-Stahl die Kante ganz wunderbar gehalten hat. Als ich danach mit dem orangefarbenen Modell durchs Papier gegangen bin, da ging das immer noch wunderbar, wunderbar weich. Das ist schon top. Dieses Modell hier befindet sich jetzt in einem Pass-Around. Das geht morgen raus. Auch dazu wird es dann weitere Videos geben noch. Und der Stahl hat, wie ich gerade sagte, gut die Kante gehalten,
hat das Baton, das war jetzt nicht mega schweres Baton, also die Holzäste, die Äste, die Scheite waren nicht dicker als 5 cm, würde ich mal sagen, waren aber einige Astknoten drin. Aber auch da zeigte sich der D2, die Kante, völlig, ja, völlig unbeeindruckt. Ging also wirklich alles ganz gut und schneidende Aufgaben, schnitzende Aufgaben, wirklich fantastisch. Da kann ich nichts anführen zu meckern. Die Handlage war sehr, sehr gut. Was gut sein könnte, ist, dass manchen der Griff nicht dick genug ist. Da müsste man im Zweifelsfall wirklich mal das Teil in die Hand nehmen. Das geht natürlich nicht so einfach, das ist mir klar. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es manchen ein bisschen zu dünn ist. Ich habe da keine Probleme mit, aber das sollte man beachten. Ansonsten eine ganz, ganz tolle und sichere Handlage. Negativ könnte ich hier nichts bewerten. Der sehr, sehr dünn gehaltene Anschliff mit ungefähr 0,4 und darunter noch 0,4 mm an Materialstärke, der ist für Serie schon unglaublich fein. Ich liebe das aber, dass man so ein Schneidmonster, so ein Schnitzmonster hier gemacht hat. Sollte man halt bewusst damit umgehen, dann hat man seine Freude mit. Wenn man was fürs ganz Grobe braucht, ist man mit diesem Messer hier gänzlich, gänzlich falsch. Toll finde ich dann halt auch, dass alles so dezent gemarkt wurde. Wir haben hier hinten den Manly-Schriftzug, hier haben wir Wanger, D2-Stahl, dann noch das Modell, der Modellname Druger, noch ein Jimping, das durchaus effektiv arbeitet. Scharfe Anrisskante, wie gesagt, Wanger-Design, Dirk, tolles, tolles Messer hast du da auflegen lassen. Und aufgrund dieser sehr klassischen, universellen Linie dürfte das sehr, sehr viele Fans finden. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, negativ könnte ich höchstens erwähnen noch, und das ist nicht wirklich Kritik, sei einfach noch erwähnt, nach 20 Minuten Baton, ich hau dann ja mit dem Knüppel überall gut drauf, haben sich die Griffschalen ein ganz, ganz bisschen gelockert. Verschraubte Griffschalen haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Ja, bei grobem Gebrauch können sich die Schrauben ein bisschen lockern, lassen sich jedoch natürlich zu Hause schnell wieder nachziehen. Und es war auch an dem Tag nicht so schlimm. Also die klapperten nicht hin und her, aber ich habe halt gemerkt, dass man sie leicht ineinander verschieben kann dann. Das sei erwähnt, das ging nicht völlig spurlos an dem Messer vorbei. Ich habe das dann auch gleich mal genutzt und die Griffschalen abgeschraubt.
ja, um bei dem Messer einfach mal unter die Haube zu gucken. Und dann hat man halt auch wieder gesehen, dass es D2-Stahl ist. Da waren halt Rostpunkte, Flugrost zu sehen. Dazu auch noch mal ein paar Bilder. Und dahingehend würde ich wirklich jedem Käufer empfehlen, beim Neukauf oder überhaupt beim Kauf, das Messer, die Griffschalen mal kurz zu demontieren, darunter mal zu checken, wie es ausschaut. Ich habe das mit Autosol innerhalb von 3 Minuten wieder wegpoliert bekommen, dann sahen die top aus. Da sollte man vielleicht einen Blick drauf haben. Jo, aber ansonsten gibt es hier nichts, was sich negativ anführen könnte. Ein großartiges Messer von vorne bis hinten. Daumen hoch, Dirk. Absolut top. Wie gesagt, Lederscheide, wer auf die Kunststoffscheiben nicht steht, bekommt ihr auch gleich beim Dirk. Der lässt die in Spanien fertigen. Da habt ihr gleich eine Universallederscheide. Und dann liegt ihr im Set, glaube ich, bei unter 100 Euro. Jo, das wäre es im Großen und Ganzen. Jetzt haue ich euch noch Praxisaufnahmen rein von dem Messer. Ja, bekommt die vollste Empfehlung von mir, dieses Modell, das Manly Druger Wanger Exclusive. Geiles, geiles Teil. Jo, alles klar. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, und verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.